Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Mittwochnachmittag, 15 Uhr. Für die, die schon länger bei uns dabei sind, die kennen schon die gewohnte Zeit. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar Medizincontrolling, das wir, Elas Elas und Partner Rechtsanwaltsgesellschaft, gemeinsam mit der Firma Zytosorbens durchführen. Und wie Sie das schon gewohnt sind, behandeln wir natürlich immer Themen rund um das Thema Krankenhausversorgung, Abrechnungsfragen, gesundheitsökonomische Fragestellungen, wo natürlich dann diese Dreiteilung wiederkommt. Fangen an mit dem juristischen Part, dann mit den medizinischen Aspekten. Der juristische Part ist ja nie losgelöst von der Lebensrealität, hätte ich beinahe gesagt. Und dann natürlich auch die Gesundheit. Ökonomischen Aspekte. Und in diesem Zusammenhang ist es mir natürlich Ehre und Freude zugleich, meine Mitstreiter wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Zu meiner, ich weiß nicht, wie Sie sehen, zu meiner Linken jedenfalls, Frau Franziska Preising, ihres Zeichens Vertreterin der Firma Zytosorbens für den Bereich Market Access und alles, was mit Erstattungsfragen, Kodierungsfragen etc. zusammenhängt. Und zu meiner Rechten, Herr Dr. Humbert, der als Mediziner uns hier heute wieder in gewohnter Weise mit Rat und Tat zur Seite steht und insbesondere uns etwas über die medizinischen Aspekte, über Dokumentationsfragen im Zusammenhang mit der Indikationsstellung etc. erklärt. Und heute, und damit habe ich schon einen Teil vorweggenommen, werden wir uns dem Thema Dokumentation widmen. Als Haftungsfalle, wir haben es etwas plastisch beschrieben in der Einladung, Haftungsfalle, Dokumentation. In der Tat, der Jurist schlägt häufig die Hände über den Kopf zusammen, wenn die Stunde der Wahrheit schlägt, wenn der juristische Ernstfall eintritt, den wir im Übrigen dann in unserer Januarveranstaltung behandeln werden, den juristischen Ernstfall. Aber heute bereiten wir dieses Thema schon mal ein bisschen vor und nähern uns der Problematik der Dokumentation, die häufig mit Missverständnissen verbunden ist, wird auch vieles falsch gemacht an der Stelle und deswegen widmen wir dieses Webinar heute diesem Thema. Insofern viel Spaß für die kommende Stunde. Ich fange jetzt mal an, versuche zumindest meinen Bildschirm zu teilen und fangen mal mit dem rechtlichen Teil an. So, ich hoffe, dass das an der Stelle schon mal geklappt hat. Falls nicht, bitte ich um kurzen Hinweis, aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Ja, Haftungsfalle, Dokumentation. Wenn man es ein bisschen aus der ärztlichen Sicht betrachtet, ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass dokumentiert wird. Blick in die Berufsordnung erleichtert da häufig schon die Rechtsfindung, denn dort heißt es ganz simpel, Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung ihres Berufes gemachten Feststellungen und getroffene Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen. So, Punkt aus Ende. Und dann kommen noch ein paar Ausführungen, warum denn das so ist. Aber da muss man natürlich immer sagen, es gibt eben nicht nur diese Berufsordnung. Es gibt ja noch viele weitere rechtliche Rahmenbedingungen. Und Aufklärung und Dokumentationspflichten kommen zum Beispiel auch aus dem Zivilrecht. Es ist Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag. Aber eben das Berufsrecht hatten wir eben schon, aber auch aus vorsozialrechtlichem Hintergrund. Dokumentation ist auch verhaftungsrechtlich im Hintergrund notwendig und wichtig oder eben auch im Krankenhausrecht oder im BMVE. Auch da haben Sie sehr umfassende Bestimmungen zum Thema Dokumentation. Und da sehen Sie schon, dass es eigentlich gar nicht die Dokumentation gibt und gar nicht den Dokumentationszweck, sondern dass das relativ umfassend aufgestellt ist. Auf der einen Seite geht es darum und darum, dass es auch das Anliegen der Musterberufsordnung für Ärzte, das Behandlungsgeschehen in irgendeiner Weise aufzuzeichnen. Es soll eben dabei eine sachgerechte therapeutische Behandlung, so Mit- und Weiterbehandlung erfolgen. Es soll also sozusagen die Dokumentation als ärztliche Gedächtnisstütze dienen. Ist natürlich dann in diesem Sinne auch eine wichtige Informationsquelle für weiter behandelnde Ärzte. Aber ich erwähnte schon Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung. Es hat eben in Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfverfahren eine große Bedeutung. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Beweissicherung. Am Ende des Tages ist es nicht nur lästige Pflicht, sondern auch nahezu eine Lebensversicherung für Sie, wenn es um solche Verfahren geht, um Haftungsfragen etc., um dann auch belegen zu können, dass Sie vielleicht den Eingriff ordnungsgemäß durchgeführt haben, welche Erwägungen für Sie leitend waren, dass ordnungsgemäß aufgeklärt worden ist etc. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Entscheidend ist halt, dass wir hier ganz verschiedene Sachverhalte haben. Sie sehen es hier, Aufklärungsfragen, Verordnungsfragen, Haftungsfragen, aber eben auch das Thema Patientenrechte. Es ist eben auch das Recht eines einzelnen Patienten, eine ordnungsgemäße Dokumentation zu erlangen, die er dann auch herausverlangen darf vom Arzt. Aber auch zum Beispiel Fragen wie korruptionsrechtliche Fragestellungen. Darf ich jetzt einen Anbieter, darf ich einen Leistungserbringer bevorzugen oder nicht? Und Sie sehen, es sind eben scheinbar verschiedene Sachverhalte, aber eben auch nur scheinbar. Denn sie werden durch einen Aspekt miteinander verknüpft. Nämlich, dass die medizinische Begründung für all diese Fragen ausreichend, also entscheidend ist. Wenn Sie etwas medizinisch begründen können, warum Sie A, den Vorrang gegeben haben und nicht B,
Dann werden Sie keine Probleme haben im Hinblick auf haftungsrechtliche Fragen, zumindest in diesem Aspekt, im Hinblick auf die Frage Antikorruption, aber eben auch im Hinblick auf Verordnungsfragen war das Beispiel. Ja, und diese Pflicht ist eben dann, so wie ich es bereits erwähnte, Ihre Lebensversicherung. Und genau diese Thematik, die medizinische Begründung ist entscheidend. Das ist wiederum der Aspekt, bei dem die Dokumentation oder die Pflicht zur Dokumentation ansetzt. Denn genau diese medizinische Begründung ist eben ordnungsgemäß zu dokumentieren. Und das gilt gleichermaßen für das Haftungsrecht, wie aber zum Beispiel auch das Thema Hohlverfahren, Wirtschaftlichkeitsfragen, Abrechnungsfragen. Beim Haftungsrecht, wissen Sie es alle, haben wir so drei große Gruppen, Behandlungsfehler auf der einen Seite, Aufklärungsfehler auf der anderen und das Thema Organisationsverschulden. Behandlungsfehler dreht sich natürlich auch um die Frage, warum habe ich jetzt vielleicht ein Produkt eingesetzt und das andere vielleicht nicht? Warum habe ich vielleicht darauf verzichtet? Oder warum habe ich einem Produkt den Vorrang gegeben? Was waren eigentlich Leitbilder für meine Verordnungs- oder meine Handlungsentscheidung? Das sind Punkte, die man natürlich dort entsprechend auch zu dokumentieren hat. In gleicher Weise auch Aufklärungsfehler. Habe ich den Patienten über mögliche vorliegende Therapiealternativen ordentlich aufgeklärt? Hat er auch wirksam eingewilligt? Das sind auch Punkte, die eben im Rahmen der Dokumentation eine große Rolle spielen. Und woher kommt das? Natürlich aus dem Beweisrecht. Denn im Zivilrecht gilt zunächst erstmal der Grundsatz, dass Sie alles das, was für Sie günstig ist, beweisen müssen. Und zwar jede Partei. Wenn ich zu Ihnen sage, ich schenke Ihnen mein Auto, oder wenn Sie sagen, ich hätte das behauptet, dann müssen Sie beweisen, dass ich das gesagt habe. Wenn ich aber sage, ja, es stimmt, aber im Gegenzug sollte irgendjemand von Ihnen vielleicht bei mir die Gartenarbeit verrichten, dann muss ich das wiederum beweisen. Und wenn ich das nicht beweisen kann mit der Gartenarbeit, bin ich mein Auto los, aber der Garten sieht trotzdem noch widerlich aus. Das heißt also, jeder muss im Zivilprozess das beweisen, was für ihn günstig ist. So, und im Haftungsrecht, im Bereich der Behandlungsfehler, muss natürlich der Patient beweisen, dass eine Pflichtverletzung vorgelegen hat, dass dann diese Pflichtverletzung zu einem entsprechenden Schaden geführt hat und. Und dazu zählt eben zum Beispiel auch der Nichteinsatz einer bestimmten Methode, obwohl sie vielleicht medizinisch geboten oder medizinisch indiziert gewesen ist. Ja, ich glaube, da wird auch Herr Humber nachher noch in medizinischer Hinsicht noch ein paar Punkte dazu sagen. Und genauso im Bereich Aufklärung, da ist es so, dass jeder ärztliche Heileingriff per se eine Körperverletzung darstellt, es sei denn, der Patient hat wirksam eingewilligt. Und eine wirksame Einwilligung setzt eine wirksame und eine vollumfassende Aufklärung voraus. Und das ist wiederum für Sie entlastend oder für den behandelnden Arzt entlastend, sodass dieser Punkt eben auch entsprechend dokumentiert werden muss. Und da sehen Sie eben diese Verknüpfung zwischen den einzelnen Handlungs- oder Haftungstatbeständen auf der einen Seite und einer wirksamen Dokumentation oder vollumfänglichen, vollständigen Dokumentation auf der anderen Seite. Diese Besonderheiten im Arzthaftungsrecht, auf die möchte ich jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen. Es ist aber auch so, wenn Sie jetzt im Nachgang, das Angebot machen wir auch jedes Mal, wenn Sie im Nachgang Fragen haben zu den Themen, wir stehen Ihnen, die Referenten stehen Ihnen alle vollumfänglich zur Verfügung, schicken Sie einfach eine E-Mail und dann klären wir das. Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt parallel unten im F&A-Bereich Fragen zu stellen, die wir auch noch während dieses Webinars entsprechend beantworten. Aber Sie können das gerne auch im Nachgang noch machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, und der Hintergrund des Ganzen, auch in beweisrechtlicher Hinsicht, ist der Umstand, und das ist eigentlich nichts Neues, was durch das Patientenrechtegesetz unmittelbar ins BGB im Paragraph 630h aufgenommen worden wäre. Das hat nämlich die Rechtsprechung schon immer gesagt. Die ärztliche Dokumentation beinhaltet eine Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation. Das heißt, alles, was Sie dort dokumentieren, da wird vom Gericht letztendlich unterstellt, dass dieses wahrheitsgemäß ist und dass das auch vollständig ist. Die Medaille hat natürlich immer zwei Seiten. Alles, was nämlich nicht dokumentiert ist, hat zumindest nach Auffassung der Rechtsprechung nicht stattgefunden. Es wird also vermutet, dass diese Maßnahme überhaupt nie getroffen worden ist oder durchgeführt worden ist. Jetzt gibt es natürlich ein paar Ausnahmen. Der BGH hat in diesem Urteil, was Sie dort sehen, auch mal geschrieben, naja, ich kann schon versuchen, das über einen Zeugenbeweis entsprechend dann trotzdem noch zu belegen, dass Sie zum Beispiel Pflegepersonal befragen, ist denn das durchgeführt worden oder was waren die maßgeblichen Entscheidungen. Aber da dürfen Sie natürlich nicht vergessen, solche Prozesse liegen häufig weit in der Vergangenheit zurück. Da reden wir nicht selten von Zeitspannen von 1,5, 2 Jahren. Und wenn ich Sie frage, was Sie vor 3 Monaten Mittag gegessen haben, dann werden Sie da vermutlich auch schon in Schwierigkeiten kommen. Und deswegen ist natürlich auch vor Gericht letztendlich der Zeugenbeweis immer der schlechteste denkbare Beweis, den Sie dort haben können. So.
Und nichts anderes gilt natürlich auch für die Frage der Wirtschaftlichkeit der Verordnungsweise. Sie kennen das alle, die Qualität und Wirksamkeit der Leistungen haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. Das ist erstmal soweit klar. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr auf das Wirtschaftlichkeitsgebot eingehen. Das haben wir sicherlich auch nochmal, im nächsten Jahr haben wir da auch nochmal eine gesonderte Veranstaltung dazu zum Thema Wirtschaftlichkeitsgebot, das ja immer mit vielen Missverständnissen etc. begleitet ist. Aber Leistungen müssen ausreichend sein. Sie müssen zweckmäßig und wirtschaftlich sein und sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Und das ist ein Punkt, ganz entscheidend an der Stelle. Sie dürfen, wenn Sie die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Leistung beurteilen, niemals Äpfel mit Birnen oder Birnen mit Pflaumen oder sonst was vergleichen. Sie müssen immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Was heißt das? Nur dann, wenn Sie eine gleichwertige, absolut gleiche Leistung oder zwei absolut gleiche Leistungen haben, dann ist wirtschaftlich das billigere Verfahren, Arzneimittel, Methode oder was auch immer. Es herrscht ja im Allgemeinen die Vorstellung, ja, wirtschaftlich ist gleich billig. Das stimmt nicht. Das stimmt dann, wenn Sie zwei gleiche Methoden, Arzneimittel, Leistungen haben. Wenn Sie aber eine unterschiedliche Leistung haben, wenn Sie vielleicht Vorteile bei Methode A haben gegenüber Methode B, wenn Sie weniger Nebenwirkungen haben, besserer Behandlungsablauf etc., dann ist wirtschaftlich das bessere Verfahren, das bessere Arzneimittel etc. Das sehen Sie zum Beispiel ganz deutlich bei der Arzneimittelnutzenbewertung nach dem Amnok, dass eben solche Präparate, die keinen Zusatznutzen haben dürfen, nicht mehr kosten als die zweckmäßige Vergleichstherapie und dass jene Präparate, die einen Zusatznutzen haben, natürlich als Aufschlag auf die zweckmäßige Vergleichstherapie verhandelt werden. Zumindest im Grundsatz war das so bis zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, seitdem gab es ja ein paar Durchbrechungen, aber im Grundsatz rührt das aus diesem Wirtschaftlichkeitsthema her und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Und gerade ob ein Verfahren besser ist und warum es besser ist und warum Sie glauben aufgrund Ihrer ärztlichen Entscheidung, dass Sie einen Vorteil von Verfahren A gegenüber Verfahren B sehen, warum Sie es eingesetzt haben, das ist wiederum Gegenstand der Dokumentation. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, auch im Zusammenhang mit dem Wirtschaftlichkeitsprinzip. Zwischenfazit, was können wir also sagen? Wer schreibt, der bleibt. Das ist eben das, was ich vorhin bereits erwähnt hatte. Das gilt nicht nur für die Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern eben auch für Haftungsfragen, für berufsrechtliche Fragen, für Fragen der Patientenrechte etc. Aber in erster Linie natürlich hier auch für Haftungsfragen. Und nicht vergessen, ist eben berufsrechtliche Pflicht. Dann schauen wir uns mal an, ja, was ist eigentlich Inhalt der Dokumentation? Häufig wird der Satz zitiert, der kommt auch aus dem Berufsrecht. Gefordert ist eine dem medizinischen Standard entsprechende Führung von Aufzeichnungen, soweit die Daten für die weitere Behandlung des Patienten von Bedeutung sein können. Der Satz ist erstmal richtig, aber man kann ihn so auch nicht stehen lassen. Denn Sie haben es ja vorhin schon oben gesehen an anderer Stelle. Wir haben die Dokumentation, dient ja ganz verschiedenen Zwecken. Und deswegen kommt es natürlich immer darauf an, zu welchem Zweck Sie Ihre Dokumentation machen, wie weit Sie dann die Dokumentation ausdehnen. Thema weitere Behandlung ist das eine. Erwägungen im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit können aber vielleicht noch weitere Aspekte notwendig machen, was Sie vielleicht dokumentieren. Warum haben Sie denn jetzt vielleicht A und nicht B genommen? Worin sehen Sie denn weniger Nebenwirkungen oder worin sehen Sie Verbesserungen von therapeutischen Effekten etc.? Also das muss man schon ein bisschen situationsangepasst machen. Und allgemein sehen Sie immer dieses Schema. Es gibt gesetzliche Pflichten. Thema Anamnese-Dokumentation, die Dokumentation der Diagnose, durchgeführte Untersuchungen inklusive Ergebnisse, sämtliche Befunde, Therapien und deren Wirkungen etc. Und dann gibt es natürlich noch weitere Aspekte, die man in jedem Falle empfehlen kann. Thema weitere Aspekte der Behandlung, Therapieanpassungen oder dann kann es natürlich auch im Einzelfall darum gehen, welche Charge haben Sie vielleicht eingesetzt, dass Sie auch Chargennummern etc. dokumentiert werden. Das sind ganz wesentliche Punkte, dass Sie hinterher überhaupt auch belegen können, was haben Sie denn überhaupt gemacht und warum haben Sie es gemacht. Und das ist nicht nur eine Frage der Mit- und Weiterbehandlung durch andere Ärzte, sondern das ist eben am Ende des Tages eben auch die Frage, wenn es zu einer Abrechnungsprüfung kommt, dass Sie belegen können, ich habe die Leistung erbracht. Und ich habe sie nicht nur erbracht, sondern ich habe sie auch ordnungsgemäß erbracht und sie war auch indiziert. Das sind ja dann die Punkte, mit denen Sie sich dann am Ende des Tages auseinandersetzen müssen. Und dann ist auch immer die Frage, ja, wann muss ich denn das jetzt eigentlich machen? Zu welchem Zeitpunkt muss ich das machen? Also grundsätzlich gibt es von Gesetzes wegen keine konkrete Frist oder zeitliche Vorgabe. Sie könnten es, wenn Sie von dem Satz ausgehen, könnten Sie es machen, wann Sie wollen. Aber man sagt natürlich schon, naja, das Erinnerungsvermögen lässt nach. Und je länger Sie damit warten, desto weniger wahrscheinlich ist es ja, dass Ihre Dokumentation auch vollständig ist. Deswegen sagt man schon, in der Rechtsprechung zumindest, die Dokumentation hat in einem engen, in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zu erfolgen, nach Möglichkeit noch während der Behandlung
oder aber zumindest unmittelbar nach Abschluss der Behandlung. So, in Einzelfällen können Sie es auch vielleicht noch nach Abschluss machen oder auch nach längerer Zeit. Aber wichtig ist eben, dass die Dokumentation so rechtzeitig erfolgt, dass eine optimale Behandlung und weitere Behandlung des Patienten möglich ist und dass sie eben noch die Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit hat. Versäumen Sie das, kann das gegebenenfalls zu einer Beweislastumkehr führen im Prozess. Und was das bedeutet, na gut, das muss ich Ihnen, glaube ich, an der Stelle nicht sagen. Und genauso ist es auch mit nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen in der Dokumentation. Wird auch immer gefragt, darf ich denn, wenn ich was dokumentiert habe, noch ändern? Grundsätzlich ja, aber Sie müssen es kenntlich machen. Sie müssen kenntlich machen, wer es geändert hat, wann es geändert worden ist und was geändert worden ist. Machen Sie das nicht, dann sind Sie ganz schnell im strafrechtlichen Bereich, weil es sich dann letztendlich um eine Urkundenfälschung handeln würde. Aber wenn Sie es kenntlich machen, genau nach diesem Dreierschema, was ich Ihnen eben gesagt habe, dann sind auch nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen möglich. Muss ja auch möglich sein. Es kann ja nicht sein, dass Sie für alle Zeiten an der falschen, an der unrichtigen, an einer unvollständigen Dokumentation festgehalten werden, nur weil der Glaube vielleicht herrscht, dass eine Änderung nicht möglich ist. Ja? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist auch immer die Frage, wie ist die Dokumentation durchzuführen? Also grundsätzlich gibt es keine bestimmte Form, die vorgeschrieben ist. Wichtig ist, dass sie eben vollständig ist, dass sie wesentliche diagnostische und therapeutische Sachverhalte in verständlicher Form darstellen und nicht so, dass vielleicht ein anderer gar nichts mehr damit anfangen kann. Und grundsätzlich geht man da nicht von einer Laiensphäre aus. Wir reden hier schon über eine Dokumentation für Profis. Also Sie müssen es jetzt nicht so schreiben, dass jetzt nur der Patient oder dass das ausschließlich der Patient verstehen muss. Eine professionelle Sprache reicht. Auch Stichworte sind grundsätzlich zulässig. Was nicht zulässig ist, Steno. Denn das kann nicht jeder. In Zeiten von elektronischer Dokumentation wird das sowieso nicht mehr so problematisch sein. Aber eben dürfen Sie auch im Übrigen keine Abkürzungen nehmen, die niemand verstehen kann. Das muss schon allgemein verständlich sein. Was umgekehrt natürlich nicht notwendig ist, wenn Sie medizinische Selbstverständlichkeiten haben. Also Sie müssen da jetzt nicht jeden Kleinkram, jeden Mist etc. Dokumentieren. Es geht schon um die Kernaussagen, Kernbestandteile der Behandlung. Und da müssen Sie natürlich dann auch umfassend und nachvollziehbar dann entsprechend belegen. Entscheidend ist, dass wenn Sie Papierdokumente haben, dass Sie die nicht vernichten, dass Sie die können Sie zwar einscannen und Sie können die elektronische Patientenakte übernehmen, aber vor Gericht ist es nach wie vor noch so, dass wenn die nicht zumindest qualifiziert elektronisch signiert oder hinterlegt sind, dass es nach wie vor immer noch Probleme im Beweiswert gibt. Also Sie sehen das Thema Rückverfolgbarkeit, dass man nie genau weiß, ja, wer hat es denn jetzt nur eingescannt und ist es vielleicht verändert worden. Es sind immer noch ein paar aktuelle Urteile, die das durchaus problematisch sehen. Deutschland im Jahre 2023, muss man dazu sagen. Ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage Sicherheit der Dokumentation. Also das ist natürlich ein Thema, das sollte eigentlich mittlerweile der Vergangenheit angehören. Denn im ambulanten Bereich haben Sie natürlich die Zertifizierung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und im stationären Bereich die Krankenhausinformations- und Patientendateninformationssysteme sehen das im Grunde vor. Aber es sind eben die Anforderungen, dass die Software, die Sie einsetzen, fälschungssicher ist. Und auch hier ist es entscheidend, dass dass Änderungen, so wie wir es eben auch für die Papierform gesehen haben, entsprechend nachverfolgt werden können. Das heißt, Änderungen müssen gespeichert und die ursprünglichen Eintragungen müssen beibehalten werden. Das ist nämlich das Thema, wer hat was, wann, zu welchem Zweck geändert. Unzulässig ist es eben deshalb, wenn die Software die ursprüngliche Eintragung überschreibt. Das geht gar nicht. Gleichzeitig sind sie wiederum unter anderem auch, aber auch nach anderen Gesetzen berufsrechtlich verpflichtet, entsprechende Sicherungs- und Schutzmaßnahmen im Hinblick auf eine Veränderung, Vernichtung oder unrechtmäßige Veränderung der Daten vorzunehmen. Dazu gehört eine Sicherung des Zugangs, aber eben auch eine tägliche Sicherung der Daten auf geeigneten Datenträgern. Das ist auch immer wieder das Thema, dass dann vielleicht ein Feuer ist oder Hochwasser oder was auch immer, dann Patientendaten verloren geht. Und dann haben Sie nicht nur Probleme im Hinblick auf Abrechnungs-, Prüfungs- und sonstige Fragen, sondern dann ist es eben immer auch eine berufsrechtliche Thematik, weil man sich dann dem Vorwurf aussetzt, ja, man hat sensible Patientendaten nicht hinreichend geschützt. Gleichzeitig, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist natürlich der Zugang auf Berechtigte zu beschränken. Das ist immer so das Problem, wenn nichtärztliche Beschäftigte oder Dienstleister Zugriff haben, dass dann entsprechende Verschwiegenheitserklärungen eingeholt werden. Und ist eben immer so das Thema, wenn das EDV-System gewechselt wird. Aber das sind natürlich auch komplizierte rechtliche Fragen, was man sich merken kann. Ärztliche Schweigepflicht steht ganz oben und Patientendaten müssen geschützt werden. Und deshalb müssen Sie in geeigneter Weise dann auch Vorkehrungen treffen, dass das gerade nicht in irgendeiner Weise ausspielen wird.
Zu guter Letzt noch das Thema Dokumentationspflicht und Aufbewahrungsfristen. Grundsätzlich müssen Sie die ärztliche Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufheben oder aufbewahren. Das heißt also mindestens, Sie können es natürlich auch länger machen. Es ist natürlich insofern auch sinnvoll, weil wenn Sie einen Behandlungsfehlervorwurf haben, da haben Sie teilweise eine Verjährung bis zu 30 Jahren. Und dann ist es natürlich sehr misslich, wenn Sie dann keine Dokumentation mehr haben. Ja, und da sehen Sie eben auch wieder die unterschiedlichen Zwecke der Dokumentation. In berufsrechtlicher Hinsicht können Sie nach 10 Jahren wegwerfen, vernichten. Aber in haftungsrechtlicher Hinsicht würde ich das grundsätzlich nicht empfehlen. Es gibt sogar umgekehrt sogar kürzere Aufbewahrungszeiten. Ja, das sehen Sie zum Beispiel, wenn es um AU-Bescheinigungen geht, um Betäubungsmittel, da sind Sie so bei 1 bis 3 Jahren. Sie haben natürlich auch, wenn es um Strahlenbehandlung geht zum Beispiel, sehen Sie, haben Sie längere Aufbewahrungsfristen von 30 Jahren an der Stelle. Also auch da kommt es immer auf den Zweck, auf die Rechtsgrundlage der Dokumentation an, wie lange Sie irgendetwas aufbewahren müssen. Und dann vielleicht noch Thema Einsichtnahmerechte. Auch das war schon immer Rechtsprechung, ist durch Patientenrechtegesetz noch explizit ins BGB aufgenommen worden. Der Patient hat Recht auf Einsicht in seine Patientendokumentation. Er kann auch Kopien verlangen, muss allerdings auch entsprechend Kosten, also muss für die Kosten, für die Kopierkosten aufkommen. Und er kann sogar eine Herausgabe der Patientendokumentation in Papierform verlangen, selbst wenn sie es elektronisch gespeichert haben. Und natürlich auch, kann auch eine elektronische Herausgabe verlangen, das ist klar. Wichtig ist dabei, gerade wenn es um elektronische Daten geht oder um irgendwelche anderen Dinge, der Patient darf keine Informationen über andere Patienten erlangen. Das klingt jetzt trivial, Sie werden sagen, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Aber wir haben diese Fälle in der Vergangenheit schon gehabt. Das ist wichtig und insbesondere natürlich auch Schutz vor Einsichtnahme Dritter. Ja, welches Fazit kann man denn jetzt daraus ziehen? Es ist natürlich immer etwas schwierig, innerhalb kurzer Zeit Ihnen alle Höhen und Tiefen und Probleme der Dokumentation näher zu bringen. Aber eins ist Fakt, dieser Satz, den ich zwischendurch gebracht habe, wer schreibt, der bleibt, der ist entscheidend. Die medizinische Begründung muss immer leitend bei jeglichem Handeln sein, denn die medizinische Begründung überspielt alle Formen. Und wenn Sie das medizinisch begründen können, haben Sie kein haftungsrechtliches Thema, auch kein Wirtschaftlichkeitsthema, aber das muss eben auch entsprechend dokumentiert werden. Und dann sind Sie zumindest bei einem Großteil der Fälle letztendlich schon in sicheren Gefilden und haben relativ wenig dann auch zu befürchten. Vielen Dank an der Stelle erstmal für den juristischen Teil. Jetzt ist natürlich alle juristische Theorie immer grau und man fragt sich, naja gut, wie wende ich es denn dann jetzt im konkreten Fall an und welche Auswirkungen hat denn das jetzt auch auf meine medizinische Fragestellung, insbesondere auch auf die Dokumentation, auf die Indikationsstellung? Und am Beispiel der Zytosorbtherapie wird uns das jetzt Herr Dr. Humbert näher bringen, wird uns gerade seine medizinische Blickweise auf die haftungsfalle Dokumentation etwas näher bringen. Bühne frei, viel Spaß. Ja, vielen Dank für die freundliche Überleitung und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie gesagt, in den nächsten gut 15, 20 Minuten ein kurzer Einblick in die medizinischen Kriterien für die Indikationsstellung. Ich möchte wie immer, Wiederholungen denke ich schaden nie, ganz kurz das Produkt als solches vorstellen, für die, die vielleicht nicht ganz so vertraut sind damit. Also Zytosorb ist ein Adsorber, schaut ein bisschen aus wie ein Hemofilter, ist aber kein Filter, sondern ein Adsorber mit vielen sehr kleinen biokompatiblen Polymerperlen, sogenannten Beads, gefüllt. Und die können eben auf der Grundlage der Adsorption, also Anlagerung an eine Oberfläche, verschiedene Substanzen aus dem Blut entfernen. Die Substanzen müssen hydrophob sein, müssen also sozusagen eher wasserunlöslich sein, im Blut normalerweise durch Proteine transportiert. Sie müssen klein genug sein, damit sie überhaupt in die Beads eindringen können, um zu dieser Adsorptionsfläche zu gelangen. Und sie müssen in erhöhter Konzentration vorkommen, weil die Entfernung auch noch konzentrationsabhängig ist. Das heißt, eine hohe Entfernungseffizienz ist nur bei deutlich erhöhten Konzentrationen gegeben. Das sind alles wichtige Aspekte für die Sicherheit, dass man verschiedene wichtige Substanzen wie Gerinnungsfaktoren gar nicht entfernen kann, weil sie zu groß sind, dass man Substanzen auch nicht komplett entfernt aus dem Blut, weil das auch eher hinderlich wäre. Sie unterstützen aber auch den grundsätzlichen Ansatz der Therapie und einfach gesagt kann man diesen Ansatz als die Wiederherstellung einer Balance beschreiben. Wir wissen, dass Gesundheit quasi eine Balance zwischen verschiedenen Systemen, zum Teil antagonisierenden Systemen ist, also dass der Körper generell in einer Balance bleiben sollte. Es gibt ja auch andere Balance, Work-Life-Balance. Also Balance ist immer was Positives und der Körper möchte das auch so gut wie es geht aufrechterhalten und er sollte so schnell wie möglich unterstützt werden, wenn diese Balance mal verloren gegangen ist. Und Zytosorb ist eben eine sehr effektive Methode, um diese Balance für verschiedene Substanzen, gerade für die Substanzen, die nicht gut durch eine Nierenersatztherapie entfernt werden können,
hier bei der Wiederherstellung der Balance zu unterstützen. Wenn wir jetzt offiziell das anschauen, dann hat man 4 bis 5 Indikationen für 4 bis 5 Substanzen, Substanzgruppen. Und jeweils ist Cytosorb für die Zustände mit erhöhten Spiegeln von diesen Substanzen indiziert. Je nachdem, welche Substanz ich jetzt als Zielsubstanz habe, komme ich zu verschiedenen klinischen Indikationen. Jetzt könnte man von der medizinischen Seite oder von der Dokumentationsseite her sagen, naja, dann sollte halt nachgewiesen werden, dass diese Substanzen erhöht im Blut vorlagen. Ist schon mal der Hauptaspekt, die Hauptindikation, der Hauptverwendungszweck gegeben. Es gibt aber noch ein paar andere Aspekte, die wichtig sind, die ich jetzt im Folgenden kurz ausführen möchte, weil auch manchmal Rahmenbedingungen sehr wichtig, nicht nur für das Verständnis sind, dass auch der richtige Patient sozusagen in den Genuss der Therapie kommt, sondern die auch für die Dokumentation wichtig sind und die manchmal auch ersetzen können, wenn vielleicht die ein oder andere Substanz gar nicht so einfach bestimmt werden kann. Und ich konzentriere mich hier auf 3 Indikationsgruppen oder im Endeffekt 4 Indikationen, wenn man so möchte, und fange an mit dem septisch-vasoplegischen Schock. Sie wissen wahrscheinlich von früheren Vorträgen, dass der septische Schock ein Schockzustand ist, der durch eine fehlgesteuerte Immunreaktion ausgelöst wurde. Und diese Immunreaktion ist auf eine Infektion erfolgt. Also das ist auch die Definition der Sepsis, dass eine Infektion zu einer dysregulierten Immunantwort führt und die führt dann zu einer lebensbedrohlichen Organdysfunktion. Man hat dann diesen Kreislauf-Schockzustand, diesen vasoplegischen oder septischen Schock, und man hat das Risiko, dass verschiedenste Organsysteme nicht mehr gut funktionieren. Man spricht dann auch von Multiorgan-Dysfunktionssyndrom. Was hier mal wichtig zu wissen ist, dass der Zytokinsturm, diese dysregulierte Immunantwort, auch abseits einer Infektion ausgelöst werden kann. Also der Körper kann auch nach einem schweren Trauma, nach einer großen Operation, nach Schockzuständen anderer Art, auch hier mit einer dysregulierten Antwort, mit einer aus dem Ruder gelaufenen Immunantwort reagieren. Und man hat dann klinisch sehr, sehr vergleichbare, um nicht zu sagen identische Probleme. Und die Idee der Therapie in diesem Setting ist eben, gezielt diesen Zytokinsturm zu adressieren, diese überschießende Antwort zu modulieren, hohe Zytokinspiegel zu entfernen, um sie auf ein verträglicheres, gesünderes Maß zurückzuführen, gerade weil der Zytokinsturm als solches durch die Standardtherapie auch nicht direkt beeinflusst wird. Man hofft halt, dass man die Rahmenbedingungen verbessert und sich dadurch die Situation beruhigt. Manchmal hat sich aber der Zytokinsturm zu einem eigenen Problem entwickelt. Und deswegen sind auch die Patienten, die primär für die Therapie gedacht sind, die, die sich in einem sogenannten refraktären Schockzustand befinden. Also nicht, wie man hier mit diesem grünen Pfeil andeutet, die sich rasch erholen, wenn man die Standardtherapie, so wie sie in Leitlinien vorgeschrieben wird, wenn man diese Standardtherapie durchführt und der Patient sich rasch erholt, dann würde man durch Cytosorb keinen Schaden setzen, aber diese Patienten brauchen Cytosorb nicht. Aber die, die anhaltend instabil sind, die eben nicht reagieren, wenn man so möchte, auf die Standardtherapie, die sind die Patienten, die durch die zusätzliche Therapie, die sogenannte adjunktive Therapie mit Cytosorb hier profitieren können. Man hat, das ist anspruchsvoll, nicht sonderlich viel Zeit für diese Entscheidung. Idealerweise passiert diese Entscheidung in den ersten 6 bis 12 Stunden. Das liegt eher an der Pathophysiologie, das ist sozusagen in der Natur dieser Immunantwort begründet, dass wenn die zu lange vorherrscht, dann kann ich sie zwar auch nach mehreren Tagen abschwächen, aber dann sind so viele Schäden schon gesetzt, die man auch nicht mehr wieder rückgängig machen kann, sodass der klinische Erfolg dann meistens nicht gegeben ist. Deswegen ist es wichtig, dass man hier das nicht als Last-Rescue-Therapie versteht, die nach tagelangen Versuchen dann das Wunder bewirkt und den Patienten, der sozusagen eigentlich schon ertrunken ist, wieder rettet. Es ist immer ehrenhaft, wenn man es auch bis zur letzten Minute probiert, aber es ist von der Sinnhaftigkeit natürlich und den Erfolgsaussichten deutlich besser, wenn man frühzeitig eben in diesen ersten 12 bis maximal 24 Stunden reagiert. Und diese Kriterien, die eben hier diesen Patienten beschreiben, die haben wir hier auch nochmal zusammengefasst. Es sind, wie gesagt, diese refraktären Patienten, die nicht auf die Standardtherapie oder nicht ausreichend reagieren. Manchmal kann man das auch sozusagen schon, reicht es, wenn das zu erwarten ist. Mit einer gewissen klinischen Erfahrung sieht man Patienten eigentlich relativ schnell an, ob die sich rasch und einfach stabilisieren lassen oder ob die ein hohes Risiko haben, dass das eben leider nicht in die richtige Richtung geht. Wenn man so jetzt klinische Werte nimmt, dann ist es der Bedarf an Vasopressoren, der sehr hoch ist oder sogar noch steigend ist. Wenn man Laborwerte für eine Hyperinflammation nimmt,
Dann sind so die klassischen Werte, IL-6-Werte, PCT-Werte oder Ferritin-Werte. Es ist aber wichtig, deswegen steht hier in Klammern, falls verfügbar, und ich werde nach der nächsten Folie auch nochmal kurz eine Umfrage dazu starten, dass das keine zwingende Voraussetzung für den Einsatz des Adsorbers ist, weil man nämlich bei einer klassischen Klinik, also wenn Sie dieses klassische Bild haben, ein Patient, der einen hohen Bedarf hat an Kreislaufunterstützung medikamentöser Art, hohen Bedarf an Vasopressoren, hohen Bedarf an Flüssigkeit, dadurch, dass die Kapillare durchlässig geworden sind, dann kann man bei so einem klinischen Bild quasi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich hier auch eine Hyperinflammation habe, dass ich sozusagen erhöhte Zytokinspiegel habe, auch wenn ich sie nicht messen kann. Deswegen ist die Beschreibung des klinischen Bildes für die Dokumentation des Einsatzes gerade in diesem Fall auch sehr, sehr wichtig. Diese Kriterien sind jetzt nicht nur Kriterien, die wir so von Firmenseite aufbringen, sondern die sind auch in Publikationen, die sozusagen den Peer-Review-Prozess, also von anderen Experten angeschaut wurden, durchstanden haben und hier eine sehr kürzlich publizierte Arbeit, die das quasi auch so nochmal präsentiert. Was in der Arbeit auch erwähnt wird, und den will ich auch nochmal ganz kurz hier vorstellen, ist der Cytoscore. Das ist eine Beurteilung der Kreislaufsituation in den ersten Stunden. Also idealerweise erhebt man diesen Score nach 6 Stunden und bewertet dann nicht nur die Höhe von verschiedenen Laborparametern oder die Höhe des Vasopressorbedarfs, sondern auch die Entwicklung über die Zeit der Standardtherapie, also über die 6 Stunden, wo eine Standardtherapie, wie sie in den Leitlinien beschrieben ist, durchgeführt wurde. Und je weniger der Patient darauf reagiert, je mehr er sich weiter verschlechtert, trotz Standardtherapie, umso mehr Punkte gibt es, sodass man sagen kann, je höher die Punktezahl bei diesem Cytoscore, umso mehr ist hier eine Sinnhaftigkeit für den Einsatz von Cytosorb gegeben. Die Grenze, ab der man überlegt, sozusagen den Adsorber ins Spiel zu bringen, ist so bei 6 Punkten. Deswegen kann ich jetzt zusammenfassen für diese Dokumentation oder für die Indikation septischer vasoplegischer Schock. Es geht hier um die Modulation einer dysregulierten Entzündungsreaktion. Also man möchte diesen Zytokinsturm mäßigen, indem man diese Zytokine, die überhöhten, also nicht komplett, nur den überhöhten Anteil entfernt, eine neue Balance wiederherstellt und damit den Patienten hemodynamisch stabilisiert. Genau der Patient, der eben durch die Standardtherapie nicht stabilisiert werden kann. Und damit ist sozusagen von der Dokumentationsseite, es ist natürlich hilfreich, wenn man Entzündungsmarker hat. Das muss, wie gesagt, auch nicht zwingend IL-6 sein. Ich denke, andere Marker wie CRP, PCT sind in der Regel verfügbar. Aber es reicht auch eine gute Beschreibung der klinischen Situation, der Kreislaufinstabilität im Jetzt, aber auch im Verlauf der vorangegangenen Standardtherapie, um hier auch eine schöne Begründung, eine Dokumentation für den Einsatz zu bieten. Und der Cytoscore ist quasi nochmal eine Punktebewertung dieser Kreislaufentwicklung. Also der bringt es natürlich auch ganz schön zusammengefasst. Und an der Stelle hätte ich jetzt ganz kurz eine Frage an Sie, oder besser gesagt 2 Fragen. Das eine ist, die wird jetzt gleich eingeblendet. Sie haben hier länger Zeit, dann sie zu beantworten, weil wir sie bis zum Ende laufen lassen. Es geht darum, wie einfach und schnell können IL-6-Werte bei Ihnen im Haus bestimmt werden, natürlich sofern Sie das wissen, und wie vertraut sind Sie mit dem Cytoscore oder findet der schon bei der Dokumentation und auch bei der Entscheidungsunterstützung von Cytosorb im septischen Schock eine Anwendung? Gut, dann mache ich mal weiter mit anderen Indikationen und hier wäre die Herzchirurgie zu nennen. Der Grund habe ich vorher erklärt, dass eben auch andere Situationen, Trigger, Auslöser abseits der Infektion hier einen Zytokinsturm auslösen können. Und da sind eben große Eingriffe mit einer Herz-Lungen-Maschine auch ein möglicher Trigger. Und deswegen hat man hier auch Einsätze in Bezug auf die Hyperinflammation für den Adsorber. Man hat hier als schönen Unterschied zu Sepsis 2 Ansätze. Im Gegensatz zu Sepsis, man weiß ja nie, wann die Sepsis gerade passiert, weiß man, wann eine große Herzoperation passiert. Das heißt, man kann in gewisser Weise schon etwas präventiv tätig sein. Man kann schon während der Operation durch die Integration des Adsorbers in die Herz-Lungen-Maschine tätig werden, um eine überschießende Immunantwort zu verhindern. Man kann aber auch klassisch, sage ich mal, so wie ich es gerade ausgeführt habe, eben als adjunktive zusätzliche Therapiemaßnahme die Patienten auf der Intensivstation dann betreuen, die klassisch rein durch die Standardtherapie nicht ausreichend gut oder schnell zu stabilisieren sind. Wenn man eher präventiv tätig ist, ist wahrscheinlich so eine Mischung aus präventiv-therapeutisch, weil richtig ganz gesund sind diese Patienten nicht,
dann hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz natürlich nicht bei jedem Herzpatienten notwendig ist. Das ist ja auch erstmal gut für die Herzpatienten, dass nicht jeder in eine postoperative Problematik hier rutscht, sondern man braucht schon gewisse Schwere gerade der Operation oder gewisse Voraussetzungen. Und momentan sind die führenden Indikationen hier die folgenden drei. Also es ist entweder die infektiöse Endokarditis, eine Klappenentzündung auf Grundlage einer Infektion, die Aortenchirurgie oder die Herztransplantation. Auch hier gibt es schon gewisse Beschreibung, welche Patienten besonders profitieren davon. Das sind bei den Endokarditis-Patienten die, die ein eben sehr hohes Risiko haben, die schon kreislaufinstabil sind. Man kann sich das ja vorstellen, dass bei diesen Patienten das Immunsystem schon getriggert ist und durch die Operation dann nochmal weiter sozusagen zur Eskalation gebracht wird. Bei der Aortenchirurgie ist hier einfach ein sehr komplexer Eingriff vorliegend. Nichts gegen Bypasschirurgie, das ist auch nicht einfach, aber diese Eingriffe hier sind doch nochmal eine Spur komplexer. Zum Teil muss man auch die Herz-Lungen-Maschine kurzzeitig unterbrechen, um dem Operateur die Naht der Prothese zu ermöglichen. Alles Trigger, die dann sozusagen nochmal mehr zu einem Risiko für eine überschießende Inflammation nach der OP führen. Und die Herztransplantation ist, denke ich, sehr selbstverständlich als sehr komplexe Operation zu sehen. Und hier gibt es auch bald schöne neue Daten aus einer großen randomisiert kontrollierten Studie. Also das sind so die Indikationen, die wir auch, ich komme da nachher nochmal drauf zurück, unterstützen durch Materialien wie die sogenannten Flowcharts. Diese Flowcharts sind gedacht, um das gesamte Therapiemanagement schön bildlich darzustellen. Sie bieten Kriterien, die bei der Entscheidungsfindung unterstützen können, die aber auch dann den weiteren Verlauf, es geht ja nicht nur darum, wann fange ich an, sondern auch, wie mache ich weiter, schön illustrieren, möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch das sind alles Aspekte, die Sie sicher auch unterstützen, wenn es darum geht, was, wie sollten Sie diesen Verlauf, diese Therapie am besten dokumentieren. Es gibt jetzt bei der Herzchirurgie noch einen anderen Ansatz, den ich ganz kurz zeigen möchte. Und zwar hat er nichts mit Hyperinflammation, sondern mit Blutungskomplikationen zu tun. Und da geht es um Patienten, die sogenannte Antithrombotika erhalten haben. Das sind Gerinnungshemmer, die bei einer Vielzahl von Indikationen sehr gute Dienste leisten. Problematisch wird das Ganze nur, wenn der Patient dann notfallmäßig operiert werden muss, weil ich dann eben ein Blutungsrisiko habe. Man wartet idealerweise, wenn man weiß, dass so ein Patient bis vor kurzem noch diese Substanzen genommen hat. Das ist aber im Notfall nicht möglich. Also hat man bislang einfach das Ganze halt akzeptiert. Man hat in den sauren Apfel gebissen sozusagen, operiert mit viel Transfusionen und Risiken und auch Kosten ist das Ganze behaftet. Jetzt gibt es diesen Ansatz, dass ich während der Operation den Adsorber verwende, um während der Operation diese Substanzen aus dem Blut zu entfernen, um darüber die Situation zu verbessern, das Blutungsrisiko zu senken und auch die Kosten und das Risiko zu senken. Dieser Ansatz hat jetzt auch vor kurzem Erwähnung in den Guidelines gefunden von der Europäischen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin. Also das ist, denke ich, ein sehr gute Anerkennung des Ganzen. Da heißt es natürlich nicht Zytosorb, was in Guidelines nie ein Produktname genannt wird, sondern es heißt Hemoadsorption. Aber die Daten, die für diese Empfehlung oder diese Aufnahme in die Guidelines zugrunde lagen, kamen alle von dem Zytosorb-Adsorber in den Guidelines. Und dass ich da jetzt weiter drauf eingehen will, wird auch die Sinnhaftigkeit der Zytokinentfernung nochmal unterstützt. Also das, was ich Ihnen vorher für Endokarditis, Aortenchirurgie oder Herztransplantation gesagt habe, das nur nochmal am Rande. Also auch hier nochmal zusammenfassend den Ansatz, die Entzündungsreaktion zu verringern mit der Entfernung von Zytokinen. Den dokumentiere ich am besten, dass ich natürlich die Aspekte, die ich vorher auch aufgeführt habe, wenn möglich beschreibe, die Entzündungsparameter, die Kreislaufsituation, Vasopressoren, Laktat, aber natürlich auch die Operation, weil die das ja auch begründet, ob hier aufgrund der Komplexität der Operation ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer postoperativen Problematik gegeben ist. Für den Bereich Blutungskomplikationen sollte ich natürlich dokumentieren, dass der Patient bis vor kurzem diese beiden Medikamente oder eines der beiden erhalten hat. Bis vor kurzem heißt in der Regel, in 1 bis 3 Tagen vor der Operation war eben noch eine Therapie mit Ticagrelor und oder Rivaroxaban gegeben. Und damit noch kurz zum letzten Indikationsblock. Ich habe hier 2 Indikationen zusammengefasst. 2 sehr etwas neuere, aber sehr schöne und vielversprechende Indikationen. Es ist die Rhabdomyolyse.
Es geht hier, Rhabdomyolyse ist der Zerfall unserer Skelettmuskulatur bei Trauma, bei Intoxikationen, Nebenwirkungen von Medikamenten oder wenn man es übertrieben hat mit der Fitness, dann kann das zu diesem Zerfall kommen. Dann wird Myoglobin als ein Muskelprotein freigesetzt und das führt zu einem hohen Risiko für Nierenschäden. Nicht selten reagiert der Körper auch mit einer überschießenden Immunreaktion darauf, sodass der Adsorber hier beide Punkte adressiert. Er kann sehr effektiv Myoglobin entfernen und eben auch, wie vorher gezeigt, diese Immunmodulation durchführen. Bei der Leber sind die Zielsubstanzen offiziell das Bilirubin. Wir wissen aber auch, dass andere Substanzen wie Gallensäuren, Ammoniak oft erhöht sind. Und hier konnte der Adsorber auch zeigen, dass man die Plasmaspiegel von diesen Substanzen sehr gut senken kann. Zeitgleich habe ich auch hier ein hohes Risiko einer Hyperinflammation, also komme ich auch wieder von zwei Seiten. Das zeigt sich natürlich auch in der Dokumentation. Bei der Leber sollte ich dokumentieren, dass das Bilirubin erhöht ist, unterstützen natürlich auch, dass die Leber generell nicht gut funktioniert, erhöhte Leberwerte, erhöhte Leberenzyme, wenn vorhanden auch Entzündungsparameter und wenn vorhanden natürlich auch eine Kreislauf Unterstützung als Notwendigkeit oder die Kreislaufinstabilität. Es gibt ja auch Mischformen. Man kann im septischen Schock eine Leberunterstützung benötigen. Der Patient hat ja nicht immer nur ein einziges Problem. Bei der Rhabdomyolyse natürlich das Myoglobin, wenn vorhanden. Wenn das nicht da ist, und da frage ich gleich auch nochmal kurz Sie, wie Ihre Erfahrungen im Haus sind, dann kann man die CK-Werte, Kreatinkinase, ein Enzym, was auch im Muskel vorhanden ist, was auch als Diagnose für die Rhabdomyolyse gilt und was in der Regel problemlos bestimmt werden kann, dann können hier erhöhte Werte als Hinweis für auch erhöhte Myoglobinwerte sehr gut verwendet werden. Und natürlich, wenn man Entzündungsmarker hat und die erhöht sind, dann hilft es auch, die zusätzlich zu dokumentieren. Also in diesem Zusammenhang nochmal die Frage, ähnlich wie das IL-6 vorher an Sie. Wie schaut die Situation mit dem Myoglobin bei Ihnen aus? Können Sie das in Ihrem Haus bestimmen? Können Sie es zeitnah bestimmen? Oder müssen Sie auch vielleicht auf den nächsten Tag warten, was dann für die Entscheidungsunterstützung bezüglich Zytosorb ja nicht mehr hilfreich ist? So viel Zeit hat man in der Regel nicht. Hier nochmal kurz eine Frage, die wir auch bis zum Ende laufen lassen, bevor wir es dann kurz besprechen werden oder veröffentlichen. Da gibt es ja nicht mit richtig und falsch. Ist einfach eine interessante Erhebung, wie aktuell der Stand der Dinge hier in Ihren Häusern ist. Deswegen komme ich jetzt ans Ende und möchte noch mal kurz zusammenfassen. Hier die 4 bis 5 offiziellen Substanzen, Substanzgruppen mit den klinischen Indikationen, den klassischen klinischen Indikationen und eben noch mal aufgeführt, was wäre idealerweise zu dokumentieren. Entzündungsmarker, Kreislaufinstabilität, die Operation im Bereich der Herzchirurgie, bei der Leberdysfunktion, Bilirubin, Leberwerte, Entzündungsmarker oder auch den Kreislauf, Rhabdomyolyse, Myoglobin, CK-Werte, Kreislauf und eben bei den Antithrombotika die Präsenz dieser beiden Substanzen bis kurz vor der Operation. Wir unterstützen eben das Therapiemanagement, aber auch den Bedarf an oder das Verständnis bezüglich Dokumentation auch durch verschiedene Materialien. Ich habe die Flowcharts schon angesprochen, die gibt es für die verschiedensten Indikationen. Und wir unterstützen auch die Kliniken, die Interesse haben, eine SOP für den Adsorber zu implementieren in die krankenhauseigenen SOP mit Vorlagen. Das ist natürlich nur ein Angebot, das ist ein Service, da kann man übernehmen oder nicht übernehmen, was man möchte. Aber es gibt hier eben Vorlagen, die sozusagen einiges an Arbeit abnehmen können. Es bietet sich natürlich an, das zu strukturieren, indem man eben Therapien wie Zytosorb als SOP im Krankenhaus hat. Das, denke ich, führt immer zu einem standardisierteren, einem besseren Vorgehen und ist natürlich auch hilfreich bezüglich der Dokumentation, wenn quasi eine Standardtherapie oder eine Art Standard hier Verwendung findet. Deswegen nochmal kurz auch der Verweis darauf, das stellen wir sehr gerne bei Interesse zur Verfügung. Damit bin ich durch. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt können wir ganz kurz schauen, wie die Auswertung gelaufen ist, was sozusagen in Ihren Häusern vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Wenn wir das mal kurz einblenden können. Attila, dann genau, ja, innerhalb einer Stunde, ja, weiß nicht, wie schnell. Ja, gut, also es scheint, dass es ein bisschen häufiger mittlerweile schon machbar ist, aber es gibt wohl immer noch Häuser, wo das sozusagen nicht möglich ist. Die zweite Frage, der Cytoscore kommt da drunter, kenne ich noch gar nicht, 50%, gut, da müssen wir noch einiges an Aufklärungsleistung leisten. Es gibt da auch einen Block, den man ganz gut auch am Krankenbett haben kann, um hier anzukreuzen. Und es gibt auch die digitale Form. Und dann die letzte Frage zum Myoglobin. Kriegt man die auch nochmal?
Ich sehe sie nicht. Doch hier, genau. Doch, zumindest 40% innerhalb von maximal einer Stunde. Das ist sehr schön. Habe ich gedacht, dass es gar nicht so viel ist. Das ist natürlich sehr erfreulich, dass das doch meistens, zumindest bei der Hälfte, nahezu der Hälfte, sehr schnell zur Verfügung steht. Ja, damit nochmal vielen Dank. Im Zuge der Zeit würde ich jetzt zurückgeben. Eine Frage gab es in F&A, die habe ich nicht vergessen, aber die werde ich schriftlich beantworten, dass meine Kollegin jetzt auch hier weitermachen kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den wie immer spannenden Vortrag. Ja, das Überziehen rüge ich jetzt mal nicht. Ich war auch gerade nicht der Schnellste. Aber ich finde es immer, es ist ja auch wichtig, dass wir das sehr umfassend auch besprechen und dass es eben nicht nur den rechtlichen Teil gibt, sondern es gibt eben auch die medizinische Realität. Aber da sind wir natürlich am nächsten Thema. Recht ist das eine, die medizinische Entscheidung, die ja im Vordergrund steht, wie ich es vorhin gesagt habe, ist die zweite Komponente. Aber was ist es denn jetzt? Welche Fallstricke gibt es denn vielleicht auch in vergütungsrechtlicher Hinsicht? Und da ist es ja immer wichtig, wenn man auch ein paar Tipps und Informationen und Hinweise bekommt. Und genau dazu im Hinblick auf Dokumentation und Codierung haben wir natürlich wieder Frau Preissing bei uns, die uns jetzt mit Rede und Antwort zur Verfügung steht. Ja. Schöne Frage. Ganz lieben Dank, Christian, für die nette Überleitung und das, was das Ausbaden der Zeit angeht, das darf ja dann immer ich am Schluss übernehmen. Von daher hoffe ich, dass wir in der Zeit bleiben, aber ich denke, das wird klappen. Auch hier gilt, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die wirklich jederzeit in den F&A-Bereich. Wir beantworten die gerne auch danach noch im Rahmen einer Diskussion oder schriftlich, wie es sich anbietet. Und genau, von daher ein kleiner Hinweis auf den heutigen Nikolaustag, den konnte ich mir nicht verkneifen. Schön, dass Sie trotzdem den Weg zu uns gefunden haben. Und jetzt geht es also nun darum, über konkrete Hinweise zur Dokumentation und auch Codierung der Cytosorb-Therapie. Jetzt müssen wir ganz kurz zurückblicken. Wie ist denn der Stand heute und schon in den letzten 6 Jahren? Nämlich, es gibt einen speziellen Prozedurencode, den 8821.2, und der löst ein Zusatzentgelt aus, welches Sie jedes Jahr verhandeln können. Nun haben Sie sicherlich alle mitbekommen, und Sie müssen das auch an den Anfang stellen, das Thema der Codierung. Es geht ja eigentlich logischerweise mit der Dokumentation los, bevor man codieren kann. Aber aufgrund der großen Änderungen, die hier stattgefunden haben, möchte ich das am Anfang erwähnen. Sie haben gelesen sicherlich, es gibt den neuen Prozedurenkatalog für das Jahr 2024. Und in den Hinweisen zu den wichtigen inhaltlichen Änderungen sieht man auch hier, grün im Rahmen, die Umstrukturierung des Codebereiches Plasmapherese, Adsorption und verwandte Verfahren. Das ist der Bereich 8-82 und alle Untercodes. Und wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, in dem Prozedurencode-Katalog selber sehen Sie diesen Absatz. Und da wird ziemlich ausführlich erläutert, was man denn alles geändert hat. Ich habe hier die allerwichtigsten Sachen mal unterstrichen, nämlich der bisherige Hämoperfusionscode wurde in den Bereich der Adsorption verschoben. Die Adsorption wiederum wird nun unterteilt nach spezifisch und selektiv. Und der Code der Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen, das ist der, ich sag mal, der Cytosorb-Code, der wird auch in diesen neuen Bereich geschoben. Sehr viele Änderungen. Und jetzt kommt meine Lieblingsfolie, die ich nicht vorenthalten möchte, denn wenn man in die Aktualisierungsversion schaut, sieht das Ganze so aus. Also selten so einen großen Umbau erlebt. In diesem Bereich gab es den, glaube ich, noch nie in den letzten 15 Jahren. Es ist aber so sehr gewachsen. Es sind so viele verschiedene extrakorporale Blutreinigungsverfahren hinzugekommen, dass sich also die Fachgesellschaften hingesetzt haben und überlegt haben, wie kann man denn diesen Bereich logisch strukturieren, sodass alle Verfahren deutlich präziser und vergleichbarer auch kodiert werden können. Das ist also der Hintergrund. Und wenn man sich das im finalen Resultat anschaut, macht es auch Sinn, aber auf den ersten Blick doch ein bisschen verwirrend. Das heißt, wenn man sich diesen einen Codebereich 8821 rausnimmt, so wie er Stand heute gilt, Immunadsorption, verwandte Verfahren, finden wir den Code für die Hämoadsorption Cytosorb hier, 8821.2. Im nächsten Jahr, also ab dem 01.01.2024, sieht das Ganze dann so aus, also das wurde jetzt aus dieser Abteilung sozusagen, nennt sich jetzt Adsorption und verwandte Verfahren. Und hier finden Sie unter dem Punkt 8-821.30 Kategorie Hämoperfusion, Vollblutadsorption, darunter selektiv
und dann der bekannte Text zur Entfernung hydrophober Substanzen niedrig- und oder mittelmolekular. Das heißt, mit diesem Code muss ab dem 01.01.24 das CytoSorb-Verfahren kodiert werden. Das wird sicherlich noch ein bisschen spannend, wie gut das dann auch umgesetzt werden kann. Hier diesen kleinen Bereich noch einmal rausgezoomt oder reingezoomt vielmehr, etwas größer dargestellt und vielleicht etwas übersichtlicher. Also es gibt diesen neuen Überbegriff Hämoperfusion, in Klammern Vollblutadsorption, und darunter die drei verschiedenen Unterverfahren. Und in dem Bereich der selektiven Entfernung findet sich eben das Adsorptionsverfahren mit CytoSorb. An dieser Stelle möchte ich gerne auf den Apherese-Standard verweisen. Der ist im Oktober neu rausgekommen, nach einigen Jahren. Ich finde den persönlich sehr gelungen, weil es sehr schöne Definitionen enthält zu diesen sehr, sehr vielen unterschiedlichen Verfahren, die es da so gibt. Da lohnt es, mal einen Blick reinzuwerfen. So, das heißt, ab Januar sieht also die Erstattungs- und Codiersituation so aus. Es gibt den neuen Code 8821.30. Im Text hat sich nicht so viel geändert. Was gleich bleibt, ist das Zusatzentgelt, denn das heißt nach wie vor, natürlich aktualisiert durch die Jahreszahl, ZE 2024-09, und dann entsprechend Hämoperfusionsabsorptionsentfernung hydrophober Substanzen. Heißt, das Entgelt, was Sie bisher verhandelt haben, können Sie weiter abrechnen, wie gehabt, bis zur neuen Budgetverhandlung dann im neuen Jahr 2024. Genau, das ist also die wesentliche große Änderung. Jetzt kommen wir wieder zu den eigentlichen Tipps bei der Codierung für die CytoSorb-Adsorber. Und hier ist wirklich der wichtigste Hinweis der, dass jeder Adsorber, der eingesetzt wird, auch zu dokumentieren und dann auch zu codieren ist. Das heißt, wenn es im Rahmen von Herzoperationen eingesetzt wird, ist es ein Adsorber immer aufgrund der Kürze der Zeit. Wenn es postoperativ in der Herzchirurgie oder bei allen sonstigen eben vorgestellten Indikationen im Rahmen der intensivmedizinischen Behandlung eingesetzt wird. Und im Schnitt wissen wir aus Literatur, sind es 2 bis 3 Adsorber über alle Indikationen hinweg. Dann muss jeder Adsorber dokumentiert werden und auch jeder Adsorber kodiert werden, da jeder Adsorber dann auch das Zusatzentgelt erlöst. Und das ist insofern wichtig, da das bei so ziemlich allen anderen extrakorporalen Verfahren, die in dem Bereich eingesetzt wird, nämlich anders ist. Das heißt, wenn wir einen Blick werfen auf die kontinuierlichen Dialyseverfahren, aber auch die ECMO beispielsweise, dann zählt dort ausschließlich die Dauer der Behandlung. Das heißt, man zählt die Stunden und rechnet dann einen Code ab. Aber in dem Fall der Hämoadsorption geht es sozusagen nach Materialverbrauch, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das ist wirklich wichtig. Genau. Und wenn wir jetzt schon beim Thema der anderen extrakorporalen Verfahren sind, dann, Sie haben es auch eben gehört, dass CytoSorb auch mit anderen parallel eingesetzt werden kann, mit Nierenersatzverfahren beispielsweise oder an der Herz-Lungen-Maschine. Und die Frage kommt immer mal wieder auf, ja, wie verhält es sich dann mit der Abrechnung und der Kodierung? Darf ich denn beides gleichzeitig kodieren und abrechnen mit diesem schönen Grundsatz der monokausalen Kodierung? Und die Antwort ist ganz eindeutig ja. Dürfen Sie, müssen Sie, da sich diese Behandlungsmethoden voneinander unterscheiden, sind beide Verfahren entsprechend zu kodieren und auch abzurechnen. Und das findet sich wieder in dem aktuellen Kodierleitfaden der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Es gibt ein Statement zu genau dieser Fragestellung der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling und es gibt sogar ein Urteil vom Sozialgericht Chemnitz. Also die Sachlage ist völlig eindeutig. Ja, dann kommen wir jetzt, wie gesagt, eigentlich beginnt man ja mit der Dokumentation, aber aus den besagten Gründen haben wir mit der Codierung begonnen. Was gibt es hier zu beachten und welche praktischen Tipps kann ich Ihnen mitgeben? Und da würde auch ich Ihnen gerne eine Frage stellen, nämlich wie wird denn bei Ihnen das CytoSorb-Verfahren dokumentiert? Sie sehen hier verschiedene Antwortmöglichkeiten, Sie können mehrere ankreuzen. Wenn das bei Ihnen ganz anders dokumentiert wird, gerne Sonstiges ankreuzen und schreiben Sie es doch gerne einfach dann auch in den Chat rein und wir schauen uns das am Ende dann an. So, aus unserer Erfahrung gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die Adsorber zu dokumentieren. Einmal intraoperativ während der Behandlung bietet sich an, das im Herz-Lungen-Maschinen-Protokoll anzugeben, im Anästhesie-Protokoll, im OP-Bericht natürlich aufzuführen
oder den Indikationsblock zu nutzen, den ich gleich noch vorstelle. Im Rahmen der intensivmedizinischen Behandlung bieten sich an, wenn es denn zutrifft, das Dialyseprotokoll zu benutzen oder das Hämoperfusionsprotokoll. Oder auch hier gibt es einen dezidierten Indikationsblock. Natürlich im Arztbrief kann es erwähnt werden oder im Verlegungsbrief. Also es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten. Auf Papier, digital, je nachdem, wie es bei Ihnen in der Klinik entsprechend gerade durchgeführt wird. Sie finden auf jedem Adsorber, den Sie bekommen, diese Aufkleber hier mit einem QR-Code. Wenn man diesen QR-Code scannt, sehen Sie hier in etwa, welche Daten dahinterlegt sind. Sie sehen also die konkrete Identifikationsnummer, Chargennummer, Verfallsdatum, Seriennummer und so weiter. Damit können Sie diese Daten ins PDMS einpflegen und haben damit eigentlich alle schon sehr gut bereits erfasst. Wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass diese Informationen, also gerade auch was die Serienlotnummer angeht, es gibt also dafür keine Verpflichtung, diese anzugeben. Aber natürlich, Christian Rübeck hat es ja vorhin mehrfach betont, wer schreibt, der bleibt. Umso mehr Sie dokumentieren, umso konkreter, desto leichter tut man sich auch im Nachhinein bei Rechnungsprüfungen beispielsweise. Hier ein Beispiel aus der Klinik. Da gibt es sogar eine kleine Anweisung, ein Schild, was aushängt auf Station, welchen Code man denn scannen muss, damit es dann auch im PDMS-System implementiert werden kann. Sie sehen das hier auf der rechten Seite. Zytokin-Adsorption und hier kann man eingeben, nicht nur Start und Stopp, sondern auch der Filterwechsel, auch wenn es eigentlich Adsorberwechsel heißen müsste. Denn das ist oft ein der Stolperstein, dass man daran denken muss, wenn man den Adsorber wechselt. Hier noch ein paar weitere Beispiele aus der Praxis, auch aus PDMS-Systemen. In diesem Fall wird es unter dieser Karteikarte Prozeduren, operative Maßnahmen aufgeführt. Hier hat man auch die Lotnummer angegeben und die Uhrzeiten dazu. In diesen nachfolgenden beiden Fällen sieht man, dass es auch eher händisch eingetragen wurde, auch mit den entsprechenden Lot- und Seriennummern und das Datum, die Uhrzeit zum Teil dazu. So ist das auch gut abgebildet. Dann habe ich Ihnen ein paar Beispiele für Protokolle der Herz-Lungen-Maschine mitgebracht. Hier muss man ein bisschen suchen, aber man sieht in beiden Fällen letzten Endes dann unten in Notizen, dass intraoperativ ein Cytosorb-Adsorber eingesetzt wurde und auch im rechten Fall hier etwas ausführlicher, auch mit Lot- und Seriennummer, aber auch hier im Notizfeld entsprechend angegeben. Hier sind auch noch weitere Beispiele, wie man das auch im HLM-Protokoll machen kann. Hier wurden diese vorhin vorgestellten Aufkleber verwendet. Links einer und rechts wurde postoperativ weiter behandelt. Sieht man also zwei Aufkleber. Dann haben Sie hier ein Beispiel eines Hämoperfusionsprotokolls, ebenfalls der Aufkleber verwendet, oben drüber auch noch notiert, schriftlich. Ein weiteres Beispiel für ein Dialyseprotokoll. Sie finden auch ebenfalls die Aufkleber, die mitgeliefert werden, und zwar drei Stück an der Zahl für jeden Adsorber, sodass das gut nachvollziehbar ist, wann die Adsorber eingesetzt und auch gewechselt wurden. Hier nochmal ein Beispiel eines Dialyseprotokolls. Sie sehen es vielleicht hier oben, Datum 8.2., schon 2,5 Jahre her, aber das ist ja nicht so relevant. Interessant ist aber, hier steht Cytosorb-Filter seit 6.2. Das heißt, das ist Tag 3. Und die Frage stellt sich nun natürlich, ja, war das jetzt ein Adsorber? Sicherlich nicht. Waren es zwei? Waren es drei? Gab es eine Unterbrechung? Das ist aus diesem Dialyseprotokoll hier nicht zu entnehmen und damit kann man entsprechend auch wirklich schlecht dann die Anzahl an Adsorbern abrechnen, die sicherlich hier eingesetzt worden ist. Also das ist kein ganz so gutes Beispiel, aber zeigt doch auch wieder, wie es am Ende, wo die Fallstricke im Alltag liegen können. Dann werden Sie vielleicht auch eventuell bemerkt haben, wenn Sie Adsorber bestellen und die kommen zu Ihnen geliefert in diesen großen Kartons, dann ist außen diese durchsichtige Tasche angebracht und in dieser finden Sie diesen Bogen mit Aufklebern drauf. Und diese Aufkleber enthalten Informationen zu dem Prozedurencode, wird natürlich auch entsprechend aktualisiert in den nächsten Wochen mit dem neuen Code. Und diese Aufkleber kann man natürlich gut verwenden, wie in diesen Beispielen gezeigt,
um sie auch in die Dialyseprotokolle beispielsweise aufzukleben. Dann hat man nicht nur die Dokumentation, dass ein Adsorber verwendet wurde und wann und welcher, sondern auch gleich der Hinweis, wie das Ganze zu kodieren und abzurechnen ist. Da kann dann also nichts mehr schiefgehen. Ein nettes Beispiel, das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich finde es aber einfach so nett und ich weiß, es funktioniert immer noch in einer Klinik. Dokumentieren das Ganze nach dem Prinzip der doppelten Dokumentation. Und zwar gibt es dieses Buch, was wirklich Adsorberbuch sich nennt. Und man sieht ja auch die Indikationsblöcke ein bisschen rausblitzen. Und da wird händisch alles eingeschrieben und zusätzlich auch noch digital im PDMS entsprechend notiert. Wir bieten weiterhin auch Textvorlagen an für sämtliche Indikationen, die meine Kollegin gerade vorgestellt hatte, damit es Ihnen einfacher gemacht wird, auch wirklich die Anwendung und die Indikation zu dokumentieren. Da haben wir sehr viele Vorlagen. Man kann es aber natürlich auch einfach machen, so wie in diesem Fall, sehen Sie rechts oben in dem Verlegungsbericht kontinuierliche Zytokinabsorption in Klammern, Zytosorb, Filter in Klammern, Adsorber. So geht es natürlich auch, steht zumindest da. Sehr gut. So, den Cytoscore-Bogen, den hat mein Kollege Ihnen gerade schon erzählt. Der eignet sich natürlich sehr gut, um zu dokumentieren, dass man den Therapiestart evaluiert hat. Weiterhin bieten wir sogenannte Indikationsblöcke an, einmal für den intensivmedizinischen Bereich, einmal für den herzchirurgischen. Man kann hier in der oberen Bereich die Indikationen ankreuzen. Darunter sehen Sie die Möglichkeit, den erwähnten Aufkleber des jeweiligen Adsorbers anzubringen. Und in dem herzchirurgischen Beispiel ist es auch noch möglich, wenn der Patient postoperativ weiter behandelt wird, was ja empfohlen ist in aller Regel, auch dies weiterhin hier zu dokumentieren. So, und dazu habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, wie das dann in der Realität aussieht. Also hier ein schönes Beispiel. Sie sehen also, drei Adsorber wurden verwendet bei einem Patienten, der einen septischen Schock hatte. Und hier auf der rechten Seite nochmal zwei weitere Beispiele. In dem mittleren Fall auch drei Adsorber und im rechten wohl eben nur einer verwendet, bei unterschiedlichen Indikationen. Ja, von daher würde ich jetzt zurückkommen auf die Frage, die wir vorhin gestellt hatten, wie bei Ihnen das Cytosorb-Verfahren dokumentiert wird. Und wir sehen hier die Antworten von Ihnen, also sehr durchmischt, aber es fällt doch sehr auf, dass das Dialyseprotokoll sehr weit vorne ist und auch im Intensivverlegungsbrief wird es sehr häufig erwähnt. HLM-Protokoll auch gutes Fünftel. Ja, ist alles dabei, bis auf die Indikationsblöcke, die werden jetzt von Ihnen hier noch nicht verwendet. Vielleicht noch nicht bekannt, bieten wir gerne Anstimme zur Verfügung. Aber sehr gut, dass es auf jeden Fall so vielfältig dokumentiert wird. In diesem Sinne möchte ich mit nur ganz kurzer Überziehung der Zeit auch zusammenfassen. Beachten Sie bitte, es gibt einen neuen Code ab Januar. Das betrifft aber, wie Sie gesehen haben, nicht nur das Hämoadsorptionsverfahren, sondern diverse andere Verfahren auch. Man kann es nicht oft genug sagen, dokumentieren Sie jeden eingesetzten Adsorber, insbesondere wenn bei einem Patienten mehrere zur Anwendung kommen, dokumentieren Sie den Wechsel, also den zweiten und den dritten Adsorber ebenso, da jeder kodiert und abgerechnet werden kann. Wenn das Verfahren parallel zu anderen extrakorporalen Verfahren eingesetzt wird, Dialyse etc., beide kodieren und abrechnen. Ich habe Ihnen die Sticker gezeigt, die bei jedem Karton dabei liegen, die hoffentlich von praktischem Nutzen sind. Die kleinen Aufkleber mit dem QR-Code, mit denen es sich leicht zumindest digital dokumentieren lässt. Und ansonsten können wir nur unsere Hilfe anbieten, wenn Sie konkrete Fragen haben. Ich denke, das wissen Sie. Es gibt einerseits unser Portal im Internet. Dort können Sie beispielsweise die Textvorlagen sich runterladen. Sie können auch die Aufzeichnung dieser Webinare hier anschauen. Aber natürlich stehe ich selber Ihnen auch sehr gerne zur Verfügung, um im konkreten Fall dann Ihnen auch helfen zu können, sodass alles gut dokumentiert, kodiert und am Ende des Tages auch erlöst wird. Und dieses Angebot gilt natürlich nicht nur heute und in der Weihnachtszeit, sondern grundsätzlich immer. Ja, vielen Dank. Also du hast es wieder rausgerissen, während Herr Dr. Humbert und ich die Zeit draufgepackt haben, hast du sie rausholen können. Vielen Dank für den
spannenden Vortrag. Ich finde, das rundet das immer ab. Man kann es ja auch, wie gesagt, grau ist alle Theorie im rechtlichen, in der rechtlichen Hinsicht, aber es ist immer wichtig, dass man schaut, wie ist es dann in der Praxis. Und da sind eben gerade die Codierfragen wichtig, sind aber eben auch die medizinischen Erwägungen wahnsinnig wichtig, denn dass die medizinischen Erwägungen verknüpfen, ist ja beide Bereiche. Und für mich als Juristen ist das auch immer erhellend, dann zu sehen, was eigentlich aus dieser grauen Theorie in der Praxis gemacht wird. Also insofern ganz, ganz lieben Dank für die tollen Beiträge. Ich hoffe, dass es Ihnen genauso viel Spaß gemacht hat. Und Sie haben es ja auch, vielleicht haben Sie es zwischendurch gesehen, wir haben ja jetzt in vor einiger Zeit auch die erste Präsenzveranstaltung in diesem Zusammenhang wieder gemacht, was auf lebhaftes Interesse gestoßen ist. Wir werden das auch im Folgejahr wieder machen, nachdem dann auch ein vielfacher Wunsch an uns herangetragen worden ist. Zunächst aber machen wir am 17. Januar unser nächstes Webinar. Verbessert mich, es ist wieder Mittwoch, es wird wieder 15 Uhr sein, ja, schätze ich mal, also in gewohnter Weise. Und dort behandeln wir dann, so wie ich es vorhin bereits angekündigt habe, den juristischen Ernstfall, Thema Prüfverfahren. Was ist eigentlich zu beachten? Insofern ist das sehr eng verknüpft mit dem heutigen Thema. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben und wenn Sie auch dann wieder mit dabei, mit von der Partie sind. In der Zwischenzeit, klingt jetzt ein bisschen komisch, da wir erst den 6.12. haben, aber wir sehen uns ja vorher möglicherweise nicht mehr, wünsche ich Ihnen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, eine tolle Adventszeit natürlich vorher noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut rein und wir freuen uns wieder dann auf den 17. Januar und wir freuen uns darauf, Sie dann wiederzusehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.